Früher oder später werdet ihr alle sehr überrascht sein. Wie blöd kann man sein? Alle Schwulen werden in der Hölle brennen. Die Schwulen. I want fabulous. Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Kostas. Seht ihr mal, wie sehr ich euch liebe, dass ich trotz dieser Hitze für euch ein Video aufnehme. Okay, es ist ein sehr heißes Tag. Okay, es ist ein sehr heißer Tag und zu einem sehr heißen Tag passt ein sehr heißes Thema für ein Video. Leute, ich kann euch nicht versprechen, dass ich mich in diesem Video nicht aufregen werde. Ich habe schon in mehreren Videos auf Memes reagiert, auf die lustigsten, auf die bescheuertsten und heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Ihr habt schon im Titel gesehen, es geht heute um homophobe Memes. Denn natürlich, es gibt so alle Memes und wenn es homophobe, dumme Menschen gibt, dann gibt es auch homophobe, dumme Memes. Ich bin schon sehr gespannt, ich bin richtig in Stimmung dafür, mich aufzuregen, deswegen würde ich sagen, halte ich jetzt die Fresse und wir fangen einfach an. Oh, okay, fangen wir gleich mal mit einem an. Ah, das ist doch kein Hass, das ist Wissenschaft. Das sieht aus wie so ein Meme, wo die Person, die das erstellt hat, gedacht hat so, boah, ich bin so richtig klug, damit habe ich es euch gezeigt. Zwei Sachen, also erstmal, wenn zwei Stecker miteinander Sex haben, ist das ja in der Regel nicht so, dass sie einfach willkürlich ihre Stecker gegeneinander kloppen. Theoretisch könnte die Steckdose auch ein Ass sein und dann würde das auch Strom ergeben, oder? Number one. Und number two, ich habe nach einem ähnlich dummen Beispiel gesucht, um das zu entkräften, aber mir ist auf die Schnelle nichts Besseres eingefallen als, wenn ich zu etwas Süßem Zucker hinzufüge, wird es super süß. Und wenn ich zu etwas Salzigem Salz hinzufüge, wird es schön deftig. Aber wenn ich Salz und Zucker vermische, dann funktioniert das nicht. Und deswegen macht Hetero auch keinen Sinn. Was übrigens wirklich dumm ist, weil salzig und süß total gut miteinander funktionieren. Aber you get the point, ne? Das wäre so, als würde ich das präsentieren, um zu sagen, dass Heterosexualität eigentlich keinen Sinn ergibt. Das nächste finde ich richtig krass. Gott hasst euch. Ihr geht alle in die Hölle. Oh, von godhatesfacts.com. Wie einfallsreich. Das ist schon beklemmend, oder? Dass so ein kleiner Mensch einfach mit so einer hasserfüllten Message Plakate zeigt. Das ist so eine beschissene Situation, weil man ihn dafür ja nicht verantwortlich machen kann, denn das sind ja sicher Werte, die ihm seine Eltern beigebracht haben. Aber wenn er mit diesen Werten aufwächst, dann werden das wahrscheinlich irgendwann seine Werte und dann ist es eben schwierig, ne? Finde das so unverantwortlich! Sagen wir mal, wäre das nicht passiert, würde er wahrscheinlich irgendwann in seinem Leben mal jemanden kennenlernen, der schwul oder lesbisch oder was auch immer ist und sich sein eigenes Bild machen und merken, oh, it's just a normal cute thing. Aber klar, wenn du von vornherein denkst, dass eine Sache böse, gefährlich oder falsch ist, dann wirst du ja davon Abstand halten und gar nicht die Möglichkeit bekommen, dir selbst deine Meinung zu bilden. Zu dem Bild hatte meine Freundin mir noch als Background-Information geschrieben. Das ist ein Protest der Westboro Baptist Church, eine radikale christliche Gruppe in den USA, die sich lautstark gegen alles ausspricht, das sie als Sünde sieht und da zählt Homosexualität eben dazu. Aber jetzt kommt etwas Cooles, wie man der Westboro Baptist Church so richtig auf den Sack geht. Bravo! Ja, die Message ist klar. Ich finde das einfach so cool, weil ich mir sicher bin, dass die Leute sich so hart darüber aufregen, wenn sie das sehen. Allein das, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt. Es ist überhaupt nicht deren Business. Was kümmert es die? Alter, lass doch die Leute zusammen sein, mit wem sie wollen. Ja, aber ganz ehrlich, also wenn Leute diese schrecklichen Werte verteilen, dann haben sie es auch verdient, ein bisschen geärgert zu werden. Deswegen finde ich, all die Leute, die sowas machen, on a serious note, passt auf jeden Fall auf euch und eure Sicherheit auf. Aber das erinnert mich an einen Punkt, den ich mal in einem Vorteile am Schwulsein-Video hatte. Da habe ich doch auch gesagt, auf meiner Bucketliste steht, dass ich einmal in meinem Leben so richtig heftig mit meinem Boyfriend vor einer Person rummachen möchte, die so todeshomophob ist. Und ihr damit so den ganzen Tag, am besten die ganze Woche inklusive Wochenende, so richtig schön zu versauen. Amerikanische Konservative behaupten, dass gleichgeschlechtliche Ehe 900.000 mehr Abtreibungen verursachen wird. Und dann diese Frau, die so... Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Manchmal denke ich mir so, wenn man homophobe oder generell diskriminierende Werte vertritt, dann kann man schon nicht die hellste Kerze auf der Torte sein, nicht wahr? Und dann denke ich mir, okay, aber... Weiß nicht, wenn du in eine sehr religiöse Familie geboren wirst und das sind einfach so die Werte, die
die dir eingebläut werden. Oder es muss ja nicht mal religiös, vielleicht doch einfach nur konservativ, traditionell, was auch immer. Aber dann sehe ich sowas und denke mir so, was für Leute sind das, die Teil dieser Bewegung sind? Wie blöd kann man sein? I don't get it. Das ist so, hä? Wenn du schwul bist und die homophoben Gespräche deiner Familie am Tisch mithörst, früher oder später werdet ihr alle sehr überrascht sein. Echt so eine bescheuerte Situation. Aber manchmal kann es ja auch sein, dass, weiß ich, das einfach eine vorgefertigte Meinung ist, weil deine Familie vielleicht noch nie mit dem Thema konfrontiert wurde und sie eigentlich gar nicht genau wissen, worüber sie reden. Ich hatte mal in einem anderen Video eine, die gesagt hat, sie ist straight, aber trotzdem hat sie gehört, wie ihre Familie eben homophoben Shit besprochen hat und hat sich dann selber aber dafür eingesetzt. Ich glaube, dass man durch Gespräche über so ein Thema immer am besten vorwärts kommt. Dieser Typ sagt, ihr verdient es, in der Hölle zu landen. Und dann der Typ, der daneben steht, schreibt so, man kann sich nicht wirklich aussuchen, ob man Dick mag, aber man kann sich aussuchen, ob man sich wie ein Dick verhält. Looking at you, old man. Checken die Leute nicht, dass man sich nicht aussucht, wozu man sich hingezogen fühlt? Ich kann doch nichts dafür. Wenn ich eine Vajayjay sehe, passiert bei mir einfach nichts. Und wenn ich einen Dick sehe, dann schon. Aber das habe ich mir nicht ausgesucht. Und das Ding ist, egal wie viele Leute mir sagen, dass das falsch ist oder mich dafür hassen, ich kann es nicht ändern. Dann frage ich mich, checken diese Leute nicht, dass das unfair ist, mich dann für etwas zu verurteilen, wofür ich nichts kann? Und deswegen liebe ich diesen Typen. Sind zwei Typen, die miteinander kuscheln, schwul? 68% haben gesagt ja, 32% nein. Sind zwei Mädchen, die miteinander kuscheln, lesbisch? 28% haben gesagt ja und 72% nein. Und dann dieser Hund, der sagt, what the fuck? I don't get this. Ich leite das einfach mal an euch weiter. Habt ihr das Gefühl, dass die Reaktion auf zwei Mädchen miteinander generell sanfter ist? Weil ich kenne ja nur die schwule Seite und ich denke, da kommt es schon vor, dass Leute sagen so oder krasser darauf reagieren als bei Girls. Aber im Endeffekt, it's still gay. Okay, einer der wohl bekanntesten Sprüche. Und wer von euch ist jetzt der Mann und wer die Frau in der Beziehung? Ja, du fragst zwei Stäbchen doch auch nicht, wer von ihnen die Gabel ist. Und ich denke mir auch immer, wenn so ein schwules Pärchen gefragt wird, wer von euch ist jetzt die Frau, müsste man eigentlich antworten, wir sind doch schwul. That's the point, dass keine Frau dabei ist. Und Gott sagte, nein! Der Regenbogen gehört mir. Ehrlich gesagt habe ich das Meme zuerst nicht verstanden und dann musste ich meine Freundin nochmal fragen, was die Aussage sein soll. Und sie meinte, dass es wohl wirklich Leute gibt, die glauben, dass die Schwulen Gott den Regenbogen geklaut haben. Ach übrigens, das Meer gehört jetzt auch noch uns. Das Meme fand ich, glaube ich, mit am krassesten. Wenn du gegen LGBT-Rechte bist, solltest du dich wirklich ehrlich fragen, wofür du stehst. Denn zu sagen, ja, ich find Schwule doof oder ich kann mit Lesben nichts anfangen oder Trans gibt es nicht oder was auch immer, das ist ja nur die Oberfläche, aber das, was es auslöst und was das für Konsequenzen hat, darum geht's wirklich. Ich habe Angst, die Hand meines Freundes zu halten. Die Eltern meiner Freundin haben sie weggeschickt. Ich habe Morddrohungen in meinem Spind gefunden. Ich musste Elektroschocktherapie machen. Ich habe die Hälfte meiner Freunde nach meinem Coming-out verloren. Meine Großmutter schickt mir Hassbriefe. Meine Schule lässt mich mein Date nicht mit zum Ball nehmen. Ich bin gar nicht mehr hier. Mein Vater hat versucht, es aus mir rauszuprügeln. Ja, und das ist einfach die fucking Realität. Und wenn Leute diese diskriminierenden Werte vertreten oder sogar aktiv unterstützen, dann sind sie mit dafür verantwortlich, dass solche Dinge passieren. Eine Person schreibt, also, da das B in LGBT ja für bisexuell steht, heißt das nicht, dass es auch nur zwei Geschlechter geben kann? Dann antwortet jemand drauf, also, wenn ich bilingual bin, heißt das dann nicht, dass es auch nur zwei Sprachen geben kann? Wisst ihr, das ist wieder so wie das erste Meme mit den Steckern und den Steckdosen, wo jemand gedacht hat so, I'm super smart. Und dann kommt jemand daher und dann kräftet es einfach so an dem einfachsten Beispiel. So, das wollte ich auch. Wisst ihr noch am Anfang, wo ich gesagt habe, ich habe nach einem passenden Gegenbeispiel gesucht? Mir ist leider kein besseres eingefallen als Zucker und Salz, aber sowas habe ich gesucht. Warum regen sich Leute über LGBT-Representation in den Medien auf und sagen Sachen wie, das macht gar keinen Sinn, denn der Prozentsatz der LGBT-Community in der Bevölkerung ist gar nicht so hoch. Ja, der von scheiß Vampiren auch nicht und trotzdem sehen wir sie überall. Ja, da musste ich ein bisschen lachen. Oh, jemand hat runtergeschrieben, I think this is my new favorite thing ever.
alle Schwulen werden in der Hölle brennen. Die Schwulen. I want fabulous, that is my simple request. All things fabulous, bigger and better and best. Oh, ich muss sagen, ich dachte, dass das Video noch leichter wird. Jetzt so, as I was going through it, habe ich gemerkt, dass es doch ganz schön teilweise belastend ist, weil es ein echt ein fieses Thema ist. Ich meine, einige Sachen sind schon richtig lustig, aber manches ist auch echt bitter. Ich glaube, ich muss kein abschließendes Fazit mehr formulieren, wie dumm diese homophoben und diskriminierenden Werte sind, oder? Ich glaube, das ist klar geworden im Video. Passt auf euch auf, seid lieb zueinander und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!